Ja, Leute, Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge FIFA 16. Es geht weiter, das Derby gegen S04. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, auf welchem Platz die sind. Aber wir können uns ausnahmsweise mal hier den Vorspann anschauen. Und dann sehen wir es ja. So, Elfmeter halten. Der reagiert aber nicht so, ne? Ach, der Controller ist aus. Warum ist der Controller aus? Ich glaube, ich muss mal die Batterie leeren. Batterie wechseln. Ist natürlich schade. Ich hätte es jetzt gerne gespielt hier. Aber auch so haben wir keinen reingelassen bisher. Also, so scheiße sind wir nicht. So, wo habe ich denn. Ah, schade. So, einen Moment. Batterien, Batterien, Batterien. So, ganz hier hinten müssten welche sein. Jo. So, ein Moment. Geht gleich weiter, geht gleich weiter. Und dann wollen wir auch noch mal kurz Elfer halten. Oh, 2000 Punkte minus. Ist ja nicht so geil. So und so und so und an. So, da habe ich jetzt Lust drauf. So, erneut versuchen. Aha. Yeah. Naja, wenn es angezeigt wird, ist es jetzt auch nicht so super schwer. Okay, den Sprung hätte ich mir vielleicht sparen müssen. Alter! Wo sind unsere Punkte? Wir haben den noch berührt. Ach komm, ach. Blödes Spiel. Ich fühle mich ein wenig veräppelt. So. Okay. Jetzt weiß ich gar nicht, jetzt habe ich die Tabelle weggeklickt. Wir gucken am Ende des Spiels mal nach. Aber ich glaube, wir haben jetzt zweimal gewonnen. Ein Unentschieden gegen Wolfsburg. Das geht schon klar. So, ein Heimspiel. Schon wieder. Hatten wir doch erst gegen Bremen. Oh mein Gott! Oh! War abseits? Okay. Riesenmöglichkeit. Mit links und oh, Doppelchance. Aber beides abgefangen vom Torwart, beides gut gehalten. Heieiei. Wer ist denn das? Den Fährmann haben sie ja noch verkauft letzte Woche. Oh ja. Einfach rauf und rein! Einfach rauf und rein, außerhalb des Tor des Strafraums. Ein richtig schönes Tor. Ja gut, der Torwart lag vorher auf dem Boden. Als wir geschossen haben, war er dann aber wieder halb im Kasten drin. Aber der war so platziert, der hätte überall stehen können. Ansatzlos geschossen. Oh. Was ein Tor. Sollen wir es nochmal vom Spieler von unserer Perspektive aus anschauen? Komm, das ist so ein schönes Tor gewesen.
So, hier sehen wir es nochmal. Achtung und Schuss. Der Torwart zu weit vorne und dann geht der, senkt der Ball sich, sonst würde er wahrscheinlich gegen die Latte gehen. Und rein ins Glück. Sehr schön. Also, keine 10 Minuten gespielt und unser erstes Tor. Damit haben wir das Ziel mit den Torbeteiligungen für die nächsten 4 Spiele jetzt schon nach 10 Minuten abgeschlossen. Oh ja. Ah. Da wollte ich dann wahrscheinlich ein bisschen viel. Ecke gibt es aber trotzdem noch. War mehr drin. Diesmal ist der Torwart eisern auf der Linie geblieben. Oh mein Gott, war das etwa ein Ball, der zu mir sollte? Tja, 4 Spiele, 3 Gegentore. Beste Abwehr. Da wollen wir nochmal gucken. Boah, starke Grätsche. Ja. Okay. Naja, keine gute Flanke, gibt Ecke. Ich würde sagen, wir versuchen hier den zweiten Ball zu holen oder zu verhindern, dass der Gegner den zweiten Ball bekommt. Der war gar nicht so schlecht, der Kopfball hier von Huntelaar. Huntelaar. Langer Ball. Okay. Riskant, riskant hier vom Abwehrspieler den Ball hochzuköpfen vom Torwart, aber der hat schnell geschaltet. Ist er doch noch ein Stück Richtung eigene Grundlinie gegangen. Da war es dann kaum noch möglich, den Ball zu bekommen. Heieieiei. Und da ist das Tor, da ist der Ausgleich. Da kann man immer sehr spät sehen, ob der Ball reingeht oder nicht, von der Hintertorkamera hier. Aber der hat gepasst. Pfoh, starker Schuss. Ansatzlos auch direkt neben den Pfosten. Sehr, sehr stark hier, Hüntelaar. Oh, aua. Sag mal, das war aber ganz, ganz böse. Das kann auch rot geben. Gibt es aber nicht. Aber da hätte er sich nicht beschweren dürfen. Maximilian Mayer hier, der Youngster. Großes Talent. Also, das war schon sehr von hinten.
Ja. Böse, böse. Ach, schade. Gibt's Ecke? Gibt Ecke. Sehr gut. Oh! Ah, da ist im 5-Meter-Raum nochmal einer an den Ball gekommen, aber konnte ihn jetzt nicht wirklich kontrollieren. Ach Mensch, blöder hätte es echt nicht laufen können hier. Ah, jetzt will ich den auch haben. Schöne Grätsche. Ja, und da ist es 2-1. Sehr nice. Da hatten wir jetzt nicht wirklich viel mit zu tun. Wir hätten den Ball genauso gut kriegen können. Bender müsste das sein. Sah zumindest so aus. Hier laufen wir parallel mit. Bisschen im Schuss, in der Schussrichtung. Und ganz starke Grätsche. Wie er den Ball da über den Torwart hebt. Der ist Bender gewesen. Sehr nice. Also perfekter Zeitpunkt, direkt vor der Halbzeit. Und den Pfiff wird es jetzt vermutlich geben. So ist es. Ja, sehr stark. 2-1 gegen Schalke. Spannende Partie. Minimales Chancenplus auf unserer Seite. Also ist auf jeden Fall nicht unverdient hier die Führung. Ein Kopf dazwischen. Oh je, ich sehe gar nichts. Zu wem soll ich denn einwerfen, wenn ich nichts sehe? Frechheit. Weit vorgelegt. Ja, und nochmal die Möglichkeit. Aber da kommt keiner mehr ran. Ah, schade. Aber 7,9 haben wir hier als Bewertung. Das ist richtig gut. Kann man nicht sagen. Bisschen sehr weit rechts angesetzt. Kein guter Ball von uns. Wird auch direkt mit 0,5 Punkten minus abgestraft. Hei, 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 hei. Gute Schussposition und das sieht nach einer Ecke aus. Boah, ganz schön gefährlich. Abstoß. Auch eine Ecke. Sehr schön. Könnte abseits gewesen sein. Nee. Ja, kann man ja mal versuchen, ne? Ah, ein bisschen spät die Grätsche. Aber wir haben den Gegner ja nicht berührt. Und sparen uns so die gelbe Karte.
war der Hackenball für mich. Oh, und da werden wir wieder mit einer bösen Grätsche hier von hinten gestoppt. Müsste wieder gelb geben. Die zweite gelbe, die wir hier provozieren. Sydney Sam. Oh ja, oh, Riesenmöglichkeit. Was haben die daraus gemacht? Verrückt, der Mkhitaryan an den Außenpfosten hier mit seinem Seitfallzieher. Sehr nice. Das ist ein mieses Wetter, ne? Die ganze Zeit Regen. Gut, dass ich im Trockenen sitz. Oh ja, komm, mach ihn. Oh, dann nutzt er die Chance nicht. Das war eine Riesenchance hier. Das wäre eine tolle Vorlage gewesen. Ach Mensch. Ja, kann man ja mal selber probieren. Wir führen ja sowieso schon. Vielleicht wäre ja noch ein zweites Tor drin. 6,7, warum wir hier so schlecht geratet werden, finde ich echt doof. Ich meine, gut, wir sind relativ selten auf der Position, die er uns hier mit den Pfeilen anzeigt. Daher kommt das auch, dass wir hier nicht so eine gute Bewertung haben, aber ich habe halt meine eigene Taktik. Oh, ganz gefährlicher Rückpass. Mann, Mann, Mann. Ach komm schon! Naja, da war nur ein gelber und irgendwie drei blaue in der Mitte. Da wollte ich den Ball nicht rüberspielen, hab gedacht, ich versuch's nochmal auf dem kurzen Pfosten. Oh! War der vom. Alter, jetzt aber aus allen Rohren hier. Also, der Sieg ist, wenn es ein Sieg wird, ist auf jeden Fall verdient. Aber Achtung, Schalke. Aber der ist weg. Oh, gibt's Ecke? Oh Mann, 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 Mann. Stark. Stark. Oh, und dann wieder die nächste Grätsche und wir haben uns verletzt. Ach Mensch, das darf nicht sein. Hoffentlich nichts Ernstes. Aogo. Das heißt, die dritte gelbe, die wir hier provozieren. Gibt es überhaupt gelb? Gibt nicht mal gelb. Oh mein Gott. Da wollte ich den nicht haben. Sorry. Schöner Ball, aber wir sind leider am Limit, was unsere Fitness angeht. Unsere ja, und dann ist es der Sieg. Also ein turbulentes Spiel.
Also ich würde sagen, es war schon hochverdient. Ein Tor von uns, leider nur eine 6,5, was ein bisschen schade ist. Ja, wir waren sehr häufig nicht auf der Position, wo uns der Trainer haben möchte, aber ein gutes Spiel ansonsten und ein völlig verdienter Sieg. So, und jetzt schauen wir auch nochmal auf die Tabelle. So, kurzes Training durchsetzen. Rondo. So, und dann noch zweimal Schüsse. Sehr gut, so. Dann wollen wir mal gucken. Ich spule eben nochmal ganz kurz vor bis zum nächsten Spiel. Simulieren, ja, das simulieren wir gleich noch. Oh, gegen Gladbach ausgerechnet dürfen wir nicht ranspielen, nicht mitspielen. Also Bayern hier 8 Punkte nach 5 Spielen, ist sehr schwach. Wir haben 13, das heißt 2 Unentschieden und 3 Siege. Das ist Topspiel hier. Erster gegen Zweiter. Da drücken wir natürlich unseren Jungs hier die Daumen, dass sie jetzt den Sieg mitnehmen. Ja, Pulisic. Sehr schön. Mkhitaryan. 2-0 und 2-1. Elfmeter von Raphael. Jetzt hoffen wir, dass es hier beim 1-2 bleibt, dann können wir vorbeiziehen an Gladbach. Und dann können wir hier Tabellenführer jetzt sein. Oh, und Bayern verliert 2-0 gegen Frankfurt. Könnte ein toller Spieltag für uns sein. Kagawa verletzt sich. 2 Monate. Oh oh, wer soll denn links außen spielen? Das werden wir ja gleich sehen in der nächsten Folge. Okay, Köln ist Erster. Warum auch immer. Oh, der Sieg gegen Schalke auch nicht ganz unwichtig. So konnten wir uns da 3 Punkte absetzen. Also 4 Punkte absetzen. Ja, also nächste Folge geht's weiter, Leute. Dann werden wir gegen Stuttgart spielen. Die völlig überraschenderweise Richtung Abstieg gucken. Genauso wie Bremen. Was ja völlig unüblich ist. Hamburg, Freiburg, Düsseldorf, Bochum. Was machen die denn eigentlich hier? Sind die aufgestiegen? So, so. Also Leute, nächste Folge geht's weiter mit dem nächsten Spiel gegen Stuttgart. Da werden wir natürlich hier, wenn möglich, an Köln vorbeigehen, um endlich Tabellenführer zu werden und diese Schwächephase der Bayern auszunutzen. Ja, wir sehen uns hoffentlich wieder, Leute. Macht es gut. Bis dann.